Herzlich willkommen zur 77. Folge Space Explorazione mit dem Felix. Guten Tag. Guten Tag. Ich bräuchte zeitnah eventuell wieder ein bisschen Glas hier oben. Und kannst du auch Ja. wieder Eisenplatten mit hochschicken. Ja, Glas ist alle. Du musst halt ein Kunststück zaubern. Oder mal Glas ausbauen oder umbauen oder neu bauen oder alles bauen. Mann, immer diese Leute, die so wenig arbeiten. Echt schlimm mit denen da unten. Sagt der, der nur rumsteht, ne? Wo brauchen wir denn die 17-3er Speedmodule? Bei mir nicht. Das ist bei dir. Ja, die bräuchten sie theoretisch hier oben, aber. Ja, beim Erzfeld, aber da brauchen wir sie schon seit Ewigkeiten theoretisch gesehen nicht mehr. Da ist eh nichts mehr. Teilweise zumindest, ja. Machen wir da mal ein paar Erzförderatzen weg. Die freuen sich. Dann haben wir wieder Speedmodule übrig und dann können wir weitermachen so. Aber ich wollte jetzt mal gucken, was denn hier kaputt ist mit Glas. Ist einfach zu wenig, aber die von Sinan sind was ist. Ja, sind halt noch Lichtbogenöfen, ne? So, dann kriegen die Lichtbogenöfen jetzt einfach mal hier Spiegel rein. Zwei Zweier. Da musst du aber auch welche bei den anderen Sanddingern reinpacken, ne? Ja, aber ich brauche es erstmal wieder neue Lichter bekommen. Hab keine mehr. Kriegen die Sanddinger mal ein paar Speedmodule rein. Dann freuen die sich auch. Aber dann sagt sich der Steinfeld, ah nee. Das war da nämlich ein Problem. Ja, das ist jetzt natürlich grundsätzlich nicht schlecht. Da Felix haut auch noch ein paar Sachen rein. Ja, es macht ja keinen Sinn, 12 Stunden lang Swarm Safety zu forschen. Irgendwann wird unser Zeug sich unten eh denken. Bitte was? So ungefähr. Was ist denn das Grün und Gelb, ne? Das Zeug hier. Und da unten. Ja, kann man fast so davon ausgehen. Ach so, für Leichtbauteile brauchst du halt auch Glas. Deswegen haut er so viel ab. Was haut er? Ach so, ja, und. Haben wir denn noch irgendwo Steine gehabt hier unten? Ach ne, das war das große Problem. Hatten wir ja so ein kleines Problemchen mit Steinen.
irgendwann mal. Nur, dass ich es nicht vergesse. Wir müssen auf jeden Fall Glas ausbauen. Das heißt, ich muss dann jetzt irgendwann anfangen, ja, die Basis mehr oder weniger anfangen auszulagern, den ganzen Kram hier. Richtig. Machen wir das am besten. So, wir hatten da ja so schon geplant. Steineanlieferung nach da. Sandanlieferung. Das heißt, wir müssen dann auf jeden Fall noch eine Anlage bauen, die Sand macht. Ja. Felix wollte sein Glas haben, sagt er. Den brauche ich halt für diese Grundmaterialien von der Garta, das ist ja das Problem. Die brauchen ja das und Eisen. Die brauchen 2 Glas, 4 Eisen für ein rohes Datensubstrat. Ja, Steine braucht man hier relativ viel, weil ja alles im Endeffekt aus Stein gemacht wird. Grüne Feldkreise. Die Steine sind auch hier oben, aber ich habe halt keinen Schmelzofen aktuell, der funktioniert, sonst würde ich mir Glas selber herstellen. Nicht hier irgendwo eine Kiste, wo man Glas... Da hat man Glas in der Kiste. Wie sticken die? 100. 200, 300, 400, 500, 600, 800, 900, 1000. Das heißt, sie können die auf 4000 sogar hochsetzen. So, die auf 4000. So, was wolltest du jetzt noch haben? Aktuell mit dem Schussteil würde ich gerne Eisen, Glas und wie heißt es?
Eisenglas und Raketentreibstoff. Raketentreibstoff hast du ja schon. Nö, nicht mehr. Ist weg. Alles leer. Okay. Und was wolltest du? Treibstoff verbraucht sich schnell. Was wollte ich? 2000 Lila und 1000 Gelb. Das ist aber Rakete halt. Das ja, da bin ich gerade dabei. 2000 Lila, 1000 Gelb. Und Batterien. Batterien. Pack mal lieber noch ein bisschen mehr Gelb rein und ein bisschen Grün nach, weil mein Labor mit forscht bei der Swarm Safety. Habe ich dann 1000er mehr. So, aber Lila haben wir nicht anforderbar. Ich glaube, das sind auch nur eine graue Kiste stehen. Aber ich hatte eigentlich alles in eine Kiste gepackt, alle 6 Flaschen. Muss mal gucken, ganz oben neben den Laboren von der Basis müssten da 6 Kisten stehen. Ja. Zumindest soweit ich weiß. Ja, die Kiste hatte ich schon mal gesehen gehabt, aber ich hatte eigentlich gedacht, das wären Anbieterkisten gewesen, aber waren es anscheinend nicht. Oh Scheiße, ich habe super grün rausgeschmissen. Wo ist das jetzt hin gewesen? Müsste eine von den ersten Maschinen sein. Genetiklabor, super grün da. Warum kommen keine grünen Flaschen mehr? Haben einfach keinen Bock mehr. So, dann kümmern wir uns gleich um das nächste Teil hier. So, du wolltest haben Raketenbrennstoff, was noch? Eisen und Glas. Und wenn du schon dabei bist, kannst du auch ein bisschen Kupfer hinterher jagen. So. Glas kann ich hier nicht hochschicken. Weil noch nichts vorhanden. Nee, Glas kann ich dir nicht schicken über die Schießanlage. Doch, da. Hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn das nicht geht, weil du es mir darüber schon hochgeschickt hast, oft genug. Nee, habe ich bisher noch gar nicht. Hitzeschild habe ich hier hochgeschickt. Woher kam dann mein Glas? Hast du das mit der Rakete da mitgenommen gehabt? Yep. So, 10, wo sind diese? Diese. Das Problem ist halt, du merkst nur, dass ich viel Raketentreibstoff verbrauche, weil ich die anderen Sachen aktuell noch recht gut habe. So, zum Beispiel sowas wie Vulkanitblöcke und sowas habe ich noch einigermaßen. Beziehungsweise habe ich noch recht viel mit 500. So, der Felix wollte Glas haben.
Felix wollte Eisen haben. Ja, Felix wollte Kupfer haben. Wie sieht denn das aus mit Raketentreibstoff? Reicht das? Ja, das sollte erstmal reichen. Gut. Ja, irgendwann musste man das Labor da umbauen, um dann halt da die ganzen Lagerkisten auszumachen, dass wir es halt mal automatisieren können. Deshalb bin ich gerade am gucken, was ich mit diesen tollen Strompylonen, die ich hier gestellt bekomme, für einen Bereich abdecken könnte. Um zu wissen, was ich wie ausbauen kann und wie ich es dann baue. Weil diese Pylone sind echt overpowered wie sonst was. Mit denen hast du irgendwie 64x64 Abdeckung. Wie viel Eisen, wie viel Kupfer brauchst du? Kupfer nicht allzu viel, Kupfer reicht ein bisschen, aber Eisen und Glas sind erstmal das Wichtige. Kupfer sollte jetzt eigentlich schon reichen, was da ist. Kupfer reicht, ja. Ja, ich brauche nur ein bisschen Kupfer. Kupfer ist eigentlich hauptsächlich, um später dann weiter zu verarbeiten, aber bei Kupfer habe ich noch tonnenweise übrig. Ja. Was sagt Glas? Glas sollte vom Verhältnis her auch reichen, jetzt brauche ich nur ein bisschen Eisen. Noch so 3-4 mal Eisen, dann reicht das auch. Wie schießen wir damit? 100? 100, ja. Warum kommt immer noch Glas? Ich will Eisen. Die Verzögerung ist irgendwie vom Gefühl her recht groß, oder? Keine Ahnung. Ich denke, reicht aber so, jetzt was geschickt ist. So, dann haben wir das da. Vielen Dank. Verschmutzung. Gar nicht erst gucken. Anfängerfehler. Na gut, aber ich sag mal, wenn du mal die Umweltverschmutzung. Achso, du kannst ja gar nicht gucken, glaube ich, ne? Doch, theoretisch gesehen über Umwege schon, ja. Okay, aber die Umweltverschmutzung, ich sage jetzt mal von Beißernestern ist von 4000 mittlerweile auf 2900 gesunken, also was die fressen. Ja. Das Problem ist bloß, dass bei deiner Umweltverschmutzung meine Umweltverschmutzung mit drin ist. Das ist mir vollkommen egal. Ja, aber dadurch sind die Statistiken halt nicht mehr so aussagekräftig. Dadurch wirst du rein theoretisch gesehen halt nicht mehr auf Null kommen, so ungefähr. Das ist mir auch vollkommen egal. Solange wie sich die Umweltverschmutzung nicht mehr außerhalb der Basis ausbreitet, ist mir das grundsätzlich erstmal vollkommen egal. Und solange wie sie sich jetzt nach und nach immer so ein bisschen zurückzieht, ist mir der Rest auch vollkommen egal. Ist eigentlich schon die Arbeitsrobotergeschwindigkeit durchgelaufen einmal? Ich glaube, ja, eine ist durch, aber die andere geht halt nicht, weil Lila dafür jetzt aktuell zu wenig da ist. Ich habe noch 98 Flaschen hier oben und ich brauche, glaube ich, 150 oder sowas, also reicht halt nicht.
Okay. Wobei das Ding ganz schön groß ist, was von zwei von diesen Pylonen-Umspannwerken abgedeckt wird, ist echt riesig, ne? Noch 300, okay. Hattest du auch das Zeug schon aus der Rakete rausgenommen? Teilweise, aber ich denke mal nicht, dass du jetzt 540 Items oder sowas schickst. Ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist halt einfach, ich kann die Rakete nicht losschicken, weil das Landing Pit nicht leer ist. Doch, das war vorhin auch nicht leer. Das ist ja auch schon losgeschickt. Ja, aber hier steht jetzt Status nicht bereit, sondern hier steht Status Waiting for Available Empty Landing Pit. Also ich kann es jetzt nicht losschicken. Sekunde. Kannst du denn die auch automatisch? Ja, ich kann es automatisch entleeren lassen, wenn ich genug Platz mal hätte. Soll ich nochmal Kisten oder sowas mit hochjagen? Du kannst ein paar Stahlkisten reinpacken, ja. Gut. Das nächste. Besuch ist unterwegs. Pff, tot. Hat er sich verflogen? Ah, nee, doch nicht. Falscher Planet. Vielen Dank für die Sendung oder so ähnlich, ne? Das kann doch wieder rein. Sieht doch ganz gut aus. Wie gesagt, wenn du halt irgendwas brauchst. Ja. Bescheid sagen. Ich versuche das jetzt hier alles irgendwie so halbwegs hinzubekommen. Oh, Superglühen 2. Ich pack's einfach mal rein. Die Flüssigkeit brauchen wir jetzt schon eine von denen für. Die aktuellen Dinge, also gehe ich mal davon aus, dass man die für die anderen Pakete braucht. Ja. Sag mal, die Frachtraketen bauen halt, kannst du auch gerne bei dir behalten. Die Scheißteile muss ich hier die ganze Zeit zusammenpacken, dass die überhaupt irgendwo reinpassen. Ja, dann schieb doch meine Rakete wieder zurück. Ach so, ja, kannst du das nächste Mal bitte Treibstoff mitschicken? Kann ich mal sogar theoretisch gesehen herstellen, aber dann darfst du, glaube ich, stundenlang hier Raketentreibstoff hochschicken, solange ich das nicht richtig automatisiert habe. Achso, warte mal, ja, das, den Treibstoff, den kann ich dir sofort. Ja, aber es macht aktuell keinen Sinn. Ich glaube, ich nehme ein Raketenstartding.
Hättest du theoretisch gesehen auch mitschicken können, wenn man darüber nachdenkt, aber egal. Ja, dann packe ich das rein und schicke das dann beim nächsten Mal mit. Zumindest glaube ich, dass ich kein Raketenstartding habe. Du brauchst den flüssigen Raketentreibstoff, ne? Ja, aber den kann ich aus Raketentreibstoff einmal herstellen oben, indem ich den auskippe. Glaube ich. Ja, ja, muss ja nicht sein. Am Ende kommt meine Rakete mit den 0,3% einfach nicht an. Yay. Echt jetzt? Ich hoffe, das ist jetzt nicht die. Ich nicht, dass ich das sehe, was ich jetzt denke. Was denkst du denn? Dass du dich jetzt aus dem Haus bewegen darfst? Nee, ich brauche mich nicht aus dem Haus zu begeben. Die Folge müssen wir trotzdem beenden. Weil Folgenende. Okay. Ja, dann würde ich sagen, hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.